Hallo zusammen, meine Lieben. Ja, ich bin's mal wieder. Nach langer Pause bin ich wieder da. Und wie ihr gleich sehen werdet, und zwar jetzt, geht es um Spiel gegen Fett. Immer wieder kamen die letzten Tage, Wochen auf, wie richte ich das alles richtig ein? Wie mache ich das richtig, damit das auch funktioniert und überhaupt und hin und her. So. Nachdem wir es mehrfach versucht haben, in der Gruppe das irgendwie zu klären, hier ein kleines Tutorial dazu. Alle Links von den Programmen, von den Mods kriegt ihr von mir in der Videobeschreibung. So auch hier die Seite zur Homepage von Fat Action. Und zwar findet ihr dann dort Spiel gegen Fett. Ich verlinke euch genau diese Seite. Dort könnt ihr dann runterladen. Einmal die Karte, das dazugehörige Safe Game und natürlich noch den Mod, den ihr braucht, den Global Company. Wenn ihr jeweils drauf geklickt habt, es kommen ein paar Werbeseiten, ja, müsst ihr halt hin und her. Ich zeige es euch einmal. Und zwar, hier kommt ihr direkt zum Landwirtschaftssimulator, der ist dann auch verlinkt. Oder das Safe Game, kommt ihr hier auf Share Mods. Na, kommst du hier runter? Das sollte nicht sein. Und dann heißt es hier Create Download Link. Da müsst ihr dann draufklicken, damit er das entsprechend runterlädt. Genau das gleiche ist es hier oben bei Spiel gegen Fett, die Map. Wenn ihr das geschafft habt, dann geht es wie folgt weiter. Dann habt ihr einmal das Safe Game als RAR. Spiel gegen Fett, die Karte als ZIP und den Global Company als ZIP. Den Global Company und die Karte markiert ihr euch und packt sie in euren Mod-Ordner, Mods. Da gehört das dann rein. Und zwar machen wir das einmal. Wir markieren die zwei. Rechtsklick auf der Maus, klicken auf Kopieren, dann hier in das freie Feld rein und klicken auf Einfügen. So, während das läuft, wird das Safe Game, den machen wir wieder klein, einmal die RAR-Datei kann euer Computer nämlich nicht groß was mit anfangen als Safe Game. Somit müsst ihr das einmal entpacken. Ich selber arbeite mit Vorliebe mit 7-Zip. Das Programm verlinke ich euch unten auch in der Videobeschreibung. Ansonsten, es gibt WinRAR und wie sie nicht alle heißen. Ich lasse es dann einmal entpacken nach Safe Game 12 und das sieht dann so aus. Dieses könnt ihr dann auch wieder über Rechtsklick kopieren. Und dann auf der Ebene, hier seht ihr es, Dokumente, My Games, Farming Simulator. Seht ihr einmal eure Mods-Ordner und hier unten auch diese Safe Games. Diesen habe ich hier schon eingefügt. Das war es. Wenn ihr noch schon ein Safe Game 12 habt, dann benennt es irgendwie anders. Aber von 1 bis 20 ist alles möglich. Damit ihr das dann schlussendlich richtig spielen und üben könnt, zeige ich euch noch, wie ihr das Spiel dazu startet. Das geht wie folgt. Ich starte einmal das Spiel. Ich muss nur schnell genug sein, sonst kriege ich Ärger mit YouTube. Ist klar, immer dann dauert es länger. Noch komm. Wir gehen auf Multiplayer. Spiel erstellen. Wir haben jetzt den Spielstand 12. Ihr seht es, Spiel gegen Fett. Dort klicken wir einmal drauf, sagen auf Weiter. Glas brauchen wir nicht, Querneland brauchen wir nicht. Wir brauchen nur Global Company und Spiel gegen Fett. Klicken auf Weiter. Bei mir heißt es jetzt Jennys Spiel. Wie ihr das benennt, ist dann egal, ob ihr da ein Passwort vergebt. Und hier könnt ihr dann bis zu 8 Spieler einrichten und klickt auf Start. Ihr sucht euch noch aus, wo ihr auf welchem Server von Giants ihr das Ganze erstellen möchtet. Wir lassen es jetzt mal auf Deutschland laufen, klicken auf Start und das Ganze wird geladen. So,
Ich hoffe doch, dass das so jetzt funktioniert hat. Und er rattert noch, wird geladen. Ich zeige es euch einmal in der Hoffnung, dass es dann auch wirklich funktioniert hat bei mir. Wir müssen immer noch warten. Ja, mein Rechner ist nicht mehr der neueste. Er arbeitet so schnell er kann. Aber ich denke mal, er sollte es jetzt gleich haben. Ich drücke die Daumen. Und wie ihr seht, es ist das Leben live. Ich kann nichts machen, Leute. Ich bin genauso wie ihr auf das Spiel, auf meinen Rechner gespannt, ob das so funktioniert, wie ich das gerne hätte. Ja, und er ist durchgestartet. Und jetzt gucken wir doch einfach mal. Ich habe nichts anderes gemacht, ihr seht's. So, wir sind hier an der Punktetafel. Ich bin noch ein weißer Punkt. Damit suche ich mir hier erstmal einen Hof aus. Ich weiß zwar nicht, warum ich Fat Action heiße, aber es macht nichts. Und sage ganz einfach, so, passt das. Wie gesagt, Leute, ich weiß nicht warum, aber es ist so im Spiel hinterlegt. So, und damit sollte ich jetzt, wenn ich hier wieder rausgehe, durch die Fahrzeuge switchen können. Und ihr seht, es sind alle Fahrzeuge da. Mehr kann ich euch nicht sagen. Ich wünsche euch somit weiterhin viel Spaß bei dem Ganzen. Ihr seht, sollte geklappt haben, schreibt mir einen Kommentar drunter. Macht's gut und tschüss.